gesagt, seine Freundin rasiert sich am ganzen Körper. Was? Überall? Hab ich so verstanden, ja. Wieso rasieren? Man rasiert sich doch heute nicht mehr. Heute wird gewachst. Wie gewachst? Ja. Also ich habe keinen Bock auf diese alles Schmerzen, raus. Die man hat beim Wachsen. Doch weh. Ja, aber wenn du dich regelmäßig wachsen lässt, habe ich mir sagen lassen, irgendwann kommen die Haare nicht mehr. Dann bist du sie los. Zwölf. 13. Scheußlich, grässlich, widerlich, abscheulich, zum Kotzen. Hab ich dich erwischt? Das hast du doch eben gedacht. Scheußlich, grässlich. Halten da auf der Bühne. Was machen die da überhaupt? Ich würde es lieber so einen jungen Typen sehen, wa? Aber ich weiß, was das ist. Das sind Vorurteile. Das ist Altersrassismus. In der Straßenbahn. Es sind gefühlte 40 Grad und oh, man spürt förmlich, wie sich das Blut in einen dickflüssigen roten Sirup verwandelt. Das Herz arbeitet auf Hochtouren, um diesen Brei durch die Venen zu pumpen. Die Gespräche aus der Umgebung verschwimmen zu einem Sumpf aus unverständlichen Wortfetzen. Und wenn man dann noch einmal etwas versteht, dann ist es unwichtiger, belangloser Schwachsinn über Sex, über Mode oder Prominenz. Irgendwo fängt ein Kind an zu schreien. Und ich frage mich, wie ich dieses Chaos immer wieder aushalte, ohne den Verstand zu verlieren. Ja, manchmal wünsche ich einfach, dass alle tot werden! Was machen die da? Die ziehen sich aus. Oh, die erkälten sich doch, ist doch viel zu kalt. Ja. Aufhören. Nicht noch mehr. Das Kind, wo ist das Kind? Und das Kind wird das Dach doch nicht sehen. Genau. Und jetzt, oh, jetzt ziehen sie sich an Haaren, es tut doch weh. Und die Beine so. Gerne. Was? Du hast einen sehr guten Geschmack. Glaubst du, ich bin begabt? Glaubst du, ich bin begabt? Ja, du bist sehr begabt. Möchtest du mich anfassen? Ja, ich möchte dich anfassen. Findest du mich komisch? Nur auf eine bestimmte Art. Lachst du über mich? Nein, ich lache nicht über dich.